inzwischen? Doch, und so ist es auch gedacht. Also es soll gerade, dass es so nah ist, soll irgendwie schockierend sein bei dem Film. Zudem gibt es ja dieses Datum 2012. Bekanntlich soll da, gibt es da im Internet zum Beispiel in gewissen Foren, heißt es, dass da neue, dass da die Apokalypse beginnt, weil der Maya-Kalender endet. Und das haben wir so als Idee genommen, dass es da sich anfängt zu ändern und bis 2016 dann da, wo der Film spielt, dass wir da gelandet sind dann. Nee, wir haben versucht, so viel wie möglich direkt herzustellen beim Drehen mit handwerklichen Lösungen und haben versucht, Sets zu finden, wo wir gar nicht mehr so viel Special Effects brauchen, weil die schon so aussehen, wie sie aussehen sollen. Und da sind wir zum Beispiel in Korsika, wo es einen großflächigen Waldbrand gab, sind wir fündig geworden. Hanna ist hier wirklich jeden Tag vor der Kamera, hat jeden Tag extreme Situationen, in denen sie extreme Emotionen spielen muss. Und was sie hier jeden Tag macht, das ist wirklich unglaublich. Weil sie so sehr zu ihrer Figur geworden ist. Und das ist für mich natürlich auch eine Entlastung, weil sie ist fast zu Marie geworden und sie steht vor der Kamera und sie ist da und sie hat so eine Wahnsinnspräsenz.